Sehr interessant. Ja, passiert. Könnte schlimmer sein. Das stimmt. Könntest deine WASD-Tasten näher nicht benutzen, weil Akku leer hat er 4 Tasten. Nee, so eine Tastatur hatte ich mal, die werde ich mir nie wieder kaufen. Nee, ich hatte auch einmal testweise so kabellose Tastatur im Haus. Nie wieder. Das ist echt eine Katastrophe, ne? Ja. Als Gamer absolut nicht empfehlenswert. Ja. Egal wie teuer du was investierst in WLAN-Technik, ich hab's ausprobiert. Nein. Genau, kann ich auch nur sagen. Obwohl, noch nicht mal wegen Gamer, sondern generell. Der Rechner fängt so dermaßen an zu spinnen, wenn die Dinger leer sind. Ja, das auch. Das ist unglaublich. So, ey, das hat sogar geklappt. Ja, wenn ich das so sage. Ich bin baff. Gibt alle neuen Batterien. Ja. Oh, den wollte ich nicht sammeln. Hey, komm her. Komm her. Danke. Wow. Hammer. Aber, also. Tun Sie mal nicht so, ja? Also, da gibt's ja wohl noch. Och, nö. Och, nö. Oh. Das war jetzt aber leichter als gedacht. Muss ja auch nicht immer alles ultra schwer sein. Das war jetzt wirklich einfach. Nein. Ey, jetzt funktioniert auch meine Vibration. Yeah. Wow. Müssen wir die zerstören? Nö, eigentlich nicht. Aber ich hab's einfach mal getan. Warum bin ich jetzt da durchgekommen? Ich hätte auch, glaube ich, auch oben bleiben können. Ja, hättest du. Was müssen wir denn überhaupt? Behaupte mal, dass wir beide durch müssen. Ja, das sah gar nicht mal so verkehrt aus. Die Idee hatte ich auch, ich habe mich nur nicht getraut. So. Ja, nö. Schade. Also nicht. Nee, voll erwischt. Nicht nochmal. Und jetzt kriegen wir... einen auf den Sack? Nein. War ich jetzt nur zu doof oder klappt der Sprung wirklich nicht? Ich glaube, der klappt wirklich nicht von der Entfernung her. Nee. Dann ist es doch so mit der Variante, die vorhin noch gut aussah. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie die war. Ja, ich bin jetzt gerade auch am Überlegen, wie wandert. Wo wanderst denn du hin? Ich hab keine Ahnung, ich kann dich auf jeden Fall nicht mehr weg. Die Tür auf der Seite haben wir. Sind wir hier. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Mit Doppel-RT. Meinst du? Danke. Nein, so nicht. Hab ich auch gemerkt. Ja, okay, da nach rechts, wie du da jetzt warst. Hier kann ja einer dem anderen hochhelfen. Aber, wie kommt man dann hier wieder... Nee, das geht ja gar nicht. Da kommt man nicht wieder dahin.
glaube, es hat irgendwas mit dem Portal hier zu tun. Warte mal, ich muss hier ein bisschen rumprobieren. Du bekommst ja dann hier beim Fallen hier so ein bisschen Gegenschwung und sowas. Ups. Ja, nicht so. So auch nicht. Du auch nicht. Ja, schubst mich doch. Hab ich getan. Ups. Ups. Scheiße, ging nicht. Ah! Ja, das hat geklappt. Ah, verdammt! Ah, ging nicht. Verdammt. Ich wollte wieder den Eigenschwung nutzen. Jetzt geht's gar nicht mehr. Ich glaube, der macht beim linken Portal da mehr Sinn. Weil es größer ist. Ja. Verdammt, ich bin da an die Ecke geknallt. Wie gemein. Aber so an sich war das schon nicht verkehrt. Out. Ja, hier, da geht aber der Eigenschwung nicht, weil es dich draußen nach unten zieht. Weißt du, warum ich ständig auf den Falschen gucke? Weil du grün bist. Meine Kanalfarben sind grün. Jetzt sammeln wir erstmal ein hier. Wie bist denn du da jetzt hingekommen? Boah. Mit Eigenschwung? Da habe ich mal nicht aufgepasst. Dann ist der schon da. Ich zeig's dir gerne nochmal. Ich bin hier hingegangen. Und dann so ähnlich hier. Dann so ähnlich. Weißt du? Ja, jetzt, ne? Feder meinen Fall ab. Genau so. Okay. Das war jetzt, ne, wollte ich genau so, ne? Das war kein Zufall, dass ich da. Sammel doch mal ein. Hallo? So. Gut gemacht. Hätte klappen können. Hätte. Schubst mich doch einfach da durch. Ja, mach ich. Meins. Achso, du kommst ja nicht hoch. Ja, warte. Leicht. Möglicherweise. Ja, muss auch, genau, weil sonst käme ich nicht wieder zurück. Hier ändert sich die Musik und ich hab. Moment. Hallo? Hallo. Hier ist wieder so ein. Ne? So ein was? So ein Schwunggebding für den anderen. Ja, toll. Wo soll denn der hinfliegen? Das werden wir noch herausfinden. Okay, da oben ist ein Diamant oder was immer das sein soll. Mhm. So, der muss immer sterben hier. Wie bist du überhaupt da hochgekommen? Über meinen Kopf wahrscheinlich, ne? Ja, so ähnlich. Irgendwas habe ich getan. Reicht auf gar keinen Fall. Mit Doppel, wenn gehen wir noch mal drauf. Ich gebe dir Schwung, du gibst mir Schwung und ich flieg nein. Du fliegst nein, das finde ich gut. Mit der Air Force nein oder was? Weiter geht nicht. Genau. Warte. Wenn einer auf dem langen Lulatsch, der da hin und her läuft, steht. Und dann kann springt. Dann kann er sowieso, ne, hier einmal durchspringen, kann hier den Trampolin hier einen Schwung geben, damit der andere dann da das Ding einsammelt, wenn das dann irgendwann mal soweit ist. So, die Frage ist aber jetzt erstmal, wie kriegen wir dich da weg? Wir müssen vom langen Lulatsch bis nach dahin können wir knicken, das ist viel zu weit, vermute ich. Und wenn der am Rand steht, ja stimmt, wenn der am Rand steht, ach, da springt er ja gar nicht. Nee, das ist zu weit, hast du recht.
Frage ist eigentlich, wie kriegen wir Schwung hierhin, dass wir dich dann da zumindest auf die Plattform kriegen? Oder mich, wie auch immer. Ja, ist ja egal wen. Das ist wohl... Das Einzige, was ich im Moment sehe, ist, was ich gerade schon mal gesagt habe, hier so. Ist den da, so. Genau. Aber... Damit haben wir kein Brot gefressen. Das reicht noch nicht mal ansatzweise. Nee. Von diesem kleinen mickrigen Sprung aus kann ich hier auf dieser Seite nichts erreichen. Ja, der ist nur eine Hilfe, um hier wieder hinzukommen, genau. Würde ich auch sagen. Auch wenn man nicht, finde ich, keine Ahnung hat, warum der einem helfen sollte, da wieder hochzukommen. Damit man noch 2 Meter zurückgehen kann und dann nicht weiterkommt. Effektiv nicht. Das ist wieder irgendeine Kopfspringaktion so. Ja, aber wieso in der Zeit dann? Ja, genau. Genau das ist das, was mir jetzt auch gerade durch den Kopf geht. Bei so einer Kopfsprung-Aktion geht dir irgendwas durch den Kopf? Hm. Ich lasse dir hier eine Leiter runter, kannst du hochkommen. Du hast ja nicht mal Arme. Wie gibt man dem, der da drauf steht, so viel Schwung, dass er da hochkommt? Das ist für später, genau. Ja, das ist später, genau. Das ist da oben dran kommen. Ist doch nix, verdammt. Oh nein. Du hast eine blöde Idee. Das, was wir nicht gesehen haben? Nein, ich hab... Was da oben ist eine Blase. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es sowas gibt. Ja, siehst du wohl. Kommt man denn da dran? Ja, okay, sie geht kaputt, aber... In der Zeit muss der andere dann hier unten durchlaufen. Nee, muss auf der anderen Seite da unten durchlaufen. Wenn der andere sich in der Dingens hält... Nee, es geht ja auch nicht. Hä? Nee, aber du kommst über die Blase auf den Fatzke da drauf, da oben. Sicher? Ja. Ja, doch, ja. Ja, aber dann ist immer noch nicht geklärt, wie der andere hier weiterkommt. Der andere ist ja dann immer noch hier. Stimmt. Oder man schafft es tatsächlich, von dem Fatzken aus hier auf das Trampolin zu springen. Das wäre aber ein Sprung. Mhm. Alter Schwede. Aber Versuch geht über probieren. Das wäre ein übelster Sprung. Also so schon mal nicht. Kaputt machen können wir sie schon mal. So, dann, ja, wie komme ich denn jetzt hier auf die andere Seite?
Ach, da unten ist auch eine Blase.